Und dann muss die Kugel in den Strudel. Und ich Und zum du auf den Schalter. Schalter? Aber nicht so, wie es jetzt aussieht, sondern so, dass die Kugel auf dem Schalter da unten liegt. Damit der Schlüssel aktiviert ist. Let's try this. Also nochmal anfangen. Da ist eine Kugel. Ja. Wir haben eine Kugel. So weit bin ich und weiter. Scheiße. So, und die tun wir in den Strudel. Heißt, die Kugel kommt in den Strudel? Ja, nein, warte, ich halt, stopp, ich fail. Okay, So, warte, ich jetzt vertraue dir, hab ich ich vertraue das. dir. Also einfach mal ganz viel nach links drehen. Und dann nach rechts drehen, aber nicht zu arg, damit die Kugel an der Oberkante Richtung Tür rollt. Und dann. Ups, das war nicht so gut. Und dann So, ganz so, viel so, so, weiter nach ja. rechts drehen, damit wir in den Strudel kommen. Oh Gott! Und dann drehen wir noch weiter nach rechts. Oh nee, das ist nicht so. Das war nicht so optimal. Nach links muss ich. Glaube, ich muss nach links. Wow, 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 wow. Jetzt Ja, das sieht besser aus. bin ich in der Dusche drin und jetzt? Jetzt ist die Kugel im Strudel. Was denn jetzt? Ach Wo kommt so. die Kugel da nicht raus? Ja, das Problem ist, die Nein, Kugel nein, nein, darf noch nicht in den Strudel, solange wir nicht auf der anderen Seite vom Strudel sind. Das heißt, die bleibt da auf dem Schalter, wir drehen nach rechts. What the fuck? Okay, ich habe gerade irgendwie ein Puzzleteil bekommen oder so. Ein Puzzleteil. Irgendwie sowas Verstecktes, keine Ahnung. The Was? fuck? So. Und jetzt, ja, jetzt wird's böse. Jetzt stehe ich oben links und die Kugel ist unten. Der Strudel ist aktiv. Hä? Wie komme ich jetzt weiter? So. Beides, also wir sind unten und die Kugel ist unten. Ich versuch's mal. Wenn ich das so drehe, dann landet die Kugel im Strudel, Ha! oder? Ja, dann landet die Kugel im Strudel. Die Kugel darf auch noch nicht in den Strudel. Okay, nee, so töte ich mich nur. Aber so geht das. Okay. Ich hab's gleich. Das macht meinen Kopf kaputt. Nicht nur dein. Vor allem, weil eigentlich. Ja. Ich habe die Kugel jetzt aber so leider dafür, dass die Kugel mich befreien, also den Strudel abschalten konnte, so dass ich durch kann. Das ist zu viel für mich. Ich muss noch mal eine Runde zurückspulen. Hallo? Willst du vielleicht mal? Ah ja, da jetzt. So, das war vielleicht ein bisschen blöd gewählt. Bisschen. So. Schon kommen. Nach dem Spiel starte ich jetzt mal Call of Duty und schieße sinnlos irgendwelche Russen ab. Einfach nur Kopf aus. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gerne, dass die Kugel auf dem Schalter ist. Wo Das es eigentlich Problem ist, genau die Situation ist, die wir hatten. wenn ich in die Dusche gehe, rollt mir die Kugel in den Strudel.
man das verhindern? Bin mir nicht gerade ganz sicher. Ja, aber scheiße, jetzt komme ich ja gar nicht mehr da vorbei. Also, die Kugel muss ja, während ich da durchfalle, auf dem Dinge liegen bleiben. Ja. Mein Kopf. Nicht nur deiner. Warte mal so. Nein. Nicht ganz. Wenn ich jetzt da reingehe. Nee, noch nicht ganz. Ja, dann ist die Kugel im Strudel. Nee. Die Kugel darf da nicht rein. Verhindere ich das? Nee, das war zu weit. Okay, ich muss nach rechts drehen. Ah, fuck. Ah, oh, Mr. Krabs, ich hab ne Idee. Schieß los, SpongeBob. Da warte, ich hab das jetzt so gedreht, dass die Kugel von dem Schalter weg ist und bei der Tür ist. Indem ich einfach quer durchgefallen bin. Jetzt geh ich in den... Boah, das ist OP. Nein! Doch, das ist OP. Ja, warte, ich hab's aber gleich auch, ne? Bleibst du drauf, wenn ich... Nein. Bleibst du nicht. So, aber was macht bleibst jetzt die Kugel, wenn ich auf den Schalter steige? Nee, Kugel. Ach Gott, jetzt. Hallo, bin ich Kugel. Ja, das war zu erwarten. Wie sorgt man jetzt dafür, dass die Kugel jetzt drauf liegen bleibt? Wie sorge ich dafür, dass die Kugel mich nicht tötet? Also eigentlich möchte ich, dass wenn ich auf dem Schalter stehe, dass die Kugel... Oh, warte, ich will in den Strudel rein, ich will in den Strudel rein. ...nach unten rechts gedrückt wird. Eigentlich möchte ich, dass die Kugel nach unten rechts gedrückt wird. Zurück, 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 zurück. Eigentlich möchte ich das haben. Okay, 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 ich bin auf der gleichen Seite wie die Kugel. Okay, jetzt geht die Kugel in den Strudel, jetzt gehe ich auf den Schalter. Was hat mir das jetzt alles gebracht? So. Okay, die Kugel wird jetzt nach unten rechts gedrückt. Das ist schön. So wollte ich das haben. Was hat mir das gebracht? Aber eigentlich will ich ja, dass die Kugel nach oben gedrückt wird, wenn ich auf dem Schalter stehe. Aber wie soll ich dann hochkommen? Okay, ich hab's. Hast du's? Ich nicht. Ja. Ich sterbe nur laufend. An welcher Stelle bist du gerade? An der Stelle, dass ich gerne wieder im Strudel wäre. Oh, danke. Hilft mir sonderlich weiter. Also, die Kugel
liegt jetzt auf dem Schalter. Ja. Und ich gammel hier so rum. Während also das mit der Beschreibung, das üben wir dann demnächst nochmal, ne? Ich gammel an dieser links von dem Schalter, so auf dieser komisch abgeschrägten Ebene. Hm? Ja, nee, so sterbe ich. Unterm Strudel, oder was? Ja, da wo eigentlich der Strudel ist, da befinde ich mich gerade. Und die Kugel deaktiviert gerade den Strudel. Ja, du hast es doch fast. Was? Wie denn? Wie? Du musst jetzt einfach links runter. Wie links runter? Was? Also von der Schräge links runter, dass du bei der Tür bist. Nein, bei mir steht es auf dem Kopf. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Wo bist du denn hingekommen? Ich weiß es nicht. Nein, so ganz ehrlich, wie bist du da hingekommen? Schlecht. Ja, wie bist du auf das andere gekommen? Da komme ich nicht hin. Warte, ich spule mal eine Weile zurück. Pass auf, du bist ja in der Dusche drin, ne? Nee, warte. Nee, ich meine jetzt nicht jetzt, sondern überhaupt. Du bist in der Dusche drin. Dann musst du die Kugel von dem Schalter zur Tür bewegen. Dann musst du aus der Dusche raus und die Welt wieder so drehen, dass die Kugel auf dem Schalter ist. Dann kannst du da an der Stelle hin, wo der Strudel ist. So, warte, ich habe jetzt zurückgespult. Ich bin jetzt, sagen wir mal, also die Kugel liegt auf dem Schalter. Ja. Ich stehe kopfüber über der Tür. Beim Schlüsselschalter praktisch. Aha. Geh mal so rein, dass der... Das hast du bestimmt schon gehabt, dass die Kugel auf dem Schalter ist, in der Schule aktiviert und du in der Dusche bist. Oder? Hattest du das schon? So kann ich's machen, wenn du möchtest. Mach das mal. Ah, nein! Das macht aber ganz viel Brainfuck in meinem Kopf. Ich hoffe, das weißt du. Dafür ist das Spiel programmiert. Ja, ich weiß. Danke. So, okay. Ich stehe jetzt in der Dusche. Ich drehe die Kugel auf den Schalter. Nee, beziehungsweise kannst du die Kugel so bewegen, dass die so vor der Tür liegt, wie du eigentlich stehen müsstest, um reinzugehen? Was? Ja, pass auf, du stehst ja in der Dusche drin. Die Welt kannst du ja drehen, ohne dass du dich bewegst. Ja. Du musst die Kugel lediglich so jetzt da runterrollen zur Tür. Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst sie einfach nur den Weg da runterrollen lassen zur Tür. Also da, wo sie eigentlich war die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie es bei dir aussieht, wenn ich den Stream versuche zu öffnen. Also ich lasse jetzt in der Dusche die Kugel zur Tür runterrollen. Richtig. Ja, so hatte ich es ja gerade eben. Ja, dann musst du so drehen, dass du in den Strudel kommst und die Kugel auf den Schalter geht. Dann fällst du da runter. Ja, aber so hatte ich es ja schon. Dann war aber mein Problem dann, dass die Kugel im Strudel war und ich auf dem Schalter, aber die Kugel dann nicht so gefallen ist, dass sie auf den Schlüsselschalter kommt. Ja, dann musst du die ganze Welt nochmal drehen. Ja, aber dann bin ich ja wieder auf der anderen Seite vom Strudel und mich kann da keiner mehr rausholen. Nein. Oh Gott, wie hatte ich das denn gerade gelöst? Ist wie die letzten Level. Du schaffst das schon. Lol. Ich schaff das nicht, Rompe. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich und deine Zuschauer, wir glauben an dich. Du schaffst das.
Pass auf, ich übernehme auch das Reden für dich, dann ist es kein Problem, dann kannst du dich